In der heutigen Folge von Ich liebe euch reden wir über Neujahrspumper. Unter Neujahrspumpern versteht man die 30% der Menschen, die gute Vorsätze fürs neue Jahr nicht nur als langfristiges Pendant zu mache ich morgen sehen, während sie sich am Raclette-Tisch bereits das 10. Pfännchen Käse mit Speck reinschaufeln, sondern darunter versteht man die Menschen, die im neuen Jahr tatsächlich die Initiative ergreifen und einen 2-Jahres-Vertrag im Fitnessstudio abschließen, nur um dann 2 Wochen lang halbwegs regelmäßig hinzugehen, bevor sie merken, dass das ja mit Anstrengung und Disziplin verbunden ist, weshalb sie dann doch lieber den einfacheren Weg wählen und stattdessen einer Body-Positivity-Herde beitreten. Aber für die 2 Wochen, die sie im Fitnessstudio unterwegs sind, liebe ich sie in etwas so sehr wie Veganer den stabilen Mad Eagle Hawaii von Tante Trudi. Denn diese Menschen scheinen zumeist nicht nur meine bisherigen Videos über Fitnessstudio-Besuche in Dauerschleife konsumiert zu haben, sondern sie haben den darin angewandten Sarkasmus in etwa so gut verstanden, wie der kleine Jason Etienne hier das Konzept der Orthographie. Und warum das so ist, das möchte ich an dieser Stelle gerne mal erläutern. Hierzu werde ich den Besuch eines stereotypischen Neujahrspumpers im Fitnessstudio in 4 Phasen unterteilen. Beginnen wir mit Phase 1. In dieser Phase erkennt man den handelsüblichen Neujahrspumper an exakt 2 Merkmalen. A. Planlosigkeit, B. noch mehr Planlosigkeit. Denn in dieser Phase laufen unsere Neujahrspumper so durchs Fitnessstudio wie eine Gruppe angehender Nonnen durch das Amsterdamer Rotlichtviertel. Es wird an jedem Gerät stehen geblieben, dann wird es einmal kurz, meist falsch benutzt, nur um dann anschließend zum nächsten Gerät zu laufen, um auch dieses wieder mit seinem Schweiß zu benetzen. Phase 2. In diese Phase kommt der Neujahrspumper meist nach wenigen Tagen, nachdem er gemerkt hat, dass das, was er da an den Geräten so fabriziert, in etwa so gewinnbringend ist, wie der Verkauf von Pfälzer Saumagen auf einer Demo gegen Massentierhaltung. Und aus diesem Grund hat sich unser Neujahrspumper in den letzten Nächten haufenweise Trainingsvideos von selbsternannten Fitnesscoaches in den Frontallappen gedrückt, weshalb er jetzt natürlich weiß, welche Übungen er zu tun hat, um auch einen brachialen Bizeps in der Größe eines Kleinkindes zu kriegen. Und was muss man dafür machen? Genau. Wie schon Straßengoethe Farid Bang zu sagen pflegte, oh, ich mach lieber viel Gewicht, doch dafür die Übung falsch. Man sieht diese Leute in dieser Phase also, wie sie in ihren überteuerten Fitnessmodemarkenanzügen auf der Hantelbank herumturnen, halbe Ausführungen machen und anschließend dann 10 Sätze Handy-Selfies vor dem Spiegel absolvieren, wobei jeder auch nur im Ansatz vorhandene Muskel angespannt wird, was für alle anderen verdammt lustig ist, weshalb man den Leuten auch nicht sagt, dass sie sich da gerade einfach nur zum Affen machen. Aber mal ganz abgesehen davon, dass die Neujahrspumper in dieser Phase einfach nur Hantelbänke besetzen wie das historische Deutschland seine Nachbarländer, ist hierbei jetzt auch noch nicht sonderlich verwerflich. Das Schlimmste an Neujahrspumpern und der eigentliche Grund, warum ich das Video hier produziere, kommt nämlich mit der 3. Phase, welche ich auch liebevoll als Fäulnisstadium bezeichne. Denn in dieser Phase hat unser Neujahrspumpernickel jetzt eine Großlieferung an Proteinpräparaten erhalten, die er sich bestellte, damit der brachiale Bizeps noch krasser wird. Und wenn sich der menschliche Körper noch nicht daran gewöhnt hat, eine derart große Menge von Proteinen aufzunehmen, dann fängt man an, unheimlich fiese Blähungen zu bekommen, die in etwa so angenehm riechen wie die Wasserleiche eines Sumo-Ringers nach dem Versuch, einen Triathlon zu beenden. Proteinfürze riechen einfach nach einer Mischung aus verfaulten Eiern und Altersheiminsassen, was auf einer Ekelskala von 1 bis künstliche Fingernägel locker eine stabile 100 ist. Und ich bin nicht unschuldig, auch ich lasse teilweise Proteinfürze von mir, nachdem ich mich frage, ob ich nicht bereits vor Jahren innerlich gestorben bin und das alles nur ein Anzeichen innerer Verwesung ist. Das Lustigste ist mir damit übrigens mal auf einer Uniparty passiert. Da habe ich auf der Tanzfläche auch mal Giftgas aus meinem Rektum auf die Zivilbevölkerung losgelassen, als sei ich Mitglied des Assad-Regimes. Und da ich wusste, dass das absolut mies riechen wird, bin ich natürlich sofort weggegangen, aber wenige Sekunden später konnte man sehen, wie sich alle angeekelt umgedreht und so einen etwas beleibteren Typen in der Mitte der Tanzfläche angestarrt haben. Ich habe herzlich gelacht. Aber nichtsdestotrotz gibt es wirklich nichts Schlimmeres, als wenn du gerade auf der Hantelbank liegst und ein paar Gewichte in die Luft drücken willst, deshalb tief Luft holst und dabei bemerkst, dass der gute alte Karl Günther da vorne gerade eine Stinkbombe abgeworfen hat, die deinen Riechkolben in nasse Saki verwandelt, weshalb du anstatt der Übung jetzt erstmal versuchst, deinen Würgereflex zu trainieren. Gott, ist das widerlich. Aber zum Glück hört das nach 2 Wochen meist wieder auf. Denn dann erreichen wir Phase 4. Der Neujahrspumper hat nach den 2 Wochen noch immer keinen krass sichtbaren Erfolg registriert und wirft das Handtuch. Sprich, er akzeptiert seinen Körper und schlüpft einfach in die digitale Welt von Videospielen, wo er auch einen absolut krassen Körper haben kann, ohne dafür groß etwas tun zu müssen.